So, dann haben wir auf jeden Fall jetzt ja die Mission als Priorität. Die andere, die wir in Boston hatten, ist nicht da. Naja, gut. Dann starten wir mal. Wieder mal 4 Leute mitnehmen. Gucken wir mal natürlich auf die Lebenspunkte. Also so 25 sollten die schon haben. Das ist alles zu schwach. Ja, hier. Case Tohi. Dann gucken wir weiter. Luna Fury. Sieht auch schon mal gut aus. Und ja, ich spiele am liebsten halt mit, wenn wir nicht wissen, dass wir nicht hacken müssen oder so. Ich glaube nicht, dass wir da hacken sollten im Tunnel oder wo. Tenpin vielleicht? Veruna nicht. Ich glaube, ich nehme Tenpin mit. Wo ist Max? Wir nehmen mal Max mit. So, die nehmen wir alle mit. Einsatzbesprechung. Die Katakomben sind warum und was? Warum und nämlich? Was steht denn da warum? Ich dachte, ich laber nur Müll. Irgendwo vor dir hörst du Kampflärm. Schlage die Angreifer zurück. Buster und Sarah müssen überleben. Und ich finde die Musik beim Zocken richtig cool. Schön, dass du dich uns doch noch anschließen konntest. Falls du es nicht bemerkt hast, ich war etwas beschäftigt damit, aus den Tunneln zu entkommen. Gut. Wir können deine Höhlenforscherkenntnisse gut gebrauchen. Jemand will in die Tunnel unter dem Markt eindringen. Ich bin schon so ein Experte in Sachen Höhlenforschen. Warum sollte uns das kümmern? Weil dann unsere gesamte Operationsbasis in diesem Drecksloch in Gefahr ist. Stimmt. Was können wir also tun? Zwei Sachen. Erstens, die Notfallgeneratoren sind hier unten. Wenn wir keine Energie haben, sind wir Entenfutter. Und das Zweite? Buster hat ein paar Magier zusammengetrommelt, die mit einem Ritual die Eingänge versiegeln wollen. Du musst sie beschützen. Jack, lass uns anfangen. Gucken wir uns hier rum. Und ja. So. Wir gehen erstmal hier hin und bekommen ein Medikit. So, gehen wir weiter. Weil wir müssen nämlich hier oben hin. Und ich muss euch gestehen, Leute. Ja, ich mache das nicht das erste Mal. Die Mission ist ein bisschen haariger. Und ja, ich könnte ja rasieren, aber irgendwie klappt das nicht. Und von daher, naja. Was soll man sagen, ne? Nein, wir stellen uns dahin. Toll, dich zu sehen. Wir müssen diesen Tunnel verschließen. Ich gebe dir Deckung. So, wir haben auf jeden Fall hier mehrere Punkte. Er darf nicht sterben und sie darf nicht sterben. Das ist schon schwer genug. Die Leistung hat 16. Ja, machen wir einen Einzelschuss. 10 Damage. Dann drehen wir nicht mehr. Na, wie gesagt, ich habe das nicht das erste Mal gemacht. Das nervt so ein bisschen. Weil einfach die Masse ist einfach so hart. Es sind einfach viel zu viele Gegner. Ja, auch in, werdet ihr noch sehen. Aber ich bin jetzt das, boah, lass mich lügen, fünfte Mal bei der Mission? Irgendwie echt bescheiden schön und gar nicht sexy. Aber nun gut, wie dem auch sei. Ich wollte euch die ganzen Fails natürlich nicht auflasten. Stellen wir uns mal dahin. Genau. Ja, jetzt kommen wir erstmal wieder ein paar. Die sind ja nicht weiter schlimm, diese Schläger, weil die kriegen wir vorher alle platt. Aber es wird noch schöner. Wir nehmen Buster, weil er Buster heißt.
14 und 15. Und gut, dass er das öfter machen kann. 90% auf ihn hier. Dann nehmen wir ihn hier mit. Wie viel hat er? Na? Nee. 16. Wird auch 16. Wir machen allerdings nur 10 bis 11. So, der ist weg. Luna Fury. Die stellen wir mal hier hin. Und 14 schaffen wir auch nicht. Das heißt, wir müssen wieder Doppelschuss machen. So. Und last but not least haben wir jetzt Max. Achso, der Gegner. Na gut. Aber das ist egal. Dann beenden wir die Runde. Sie wollen die Generatoren wegschaffen. Ich könnte hier ein wenig Feuerunterstützung gebrauchen. Verstanden. So, jetzt kommen die nächsten Gegner. So, mache ich wieder ein paar Runde. Das dauert alles ein bisschen. Diese Viecher sind richtig nervig. Jetzt in der letzten. Also, ich habe, wie gesagt, ich wollte euch das jetzt nicht antun, dass ihr fünfmal dieselbe Mission seht oder sechsmal. Und dann so ein Mega-Fail habt andauernd und das nicht vorangeht im Let's Play. Und naja, diese Gegner explodieren, wenn sie sterben. Und alles, was in deren Nähe ist, macht 20 Damage. Also wir machen insgesamt 20 Damage, sagen wir es mal so. Und von daher, naja. Das war eigentlich anders geplant. Ich wollte eigentlich Luna Fury haben. Nehmen wir Buster. So. Ihr seht, bam, er explodiert. Dann haben wir hier noch Max. Das ist der hier. Und er lebt noch. 85, weg damit. So, dann haben wir den Hund mit 8, ja, den kriegen wir so weg. Und dann stellen wir sie hier hin. Ja, sie ist 0%. Naja. Okay. Diese Generatoren sind das Einzige, was diesen Markt am Leben erhält. Keine Energie, kein Netz, nichts. Okay. Max müssen wir bewegen. Und zwar stellen wir ihn hier hin. Der hat 18. Und er trifft nur einmal. Oh nein. So. Dann schieße nochmal auf ihn. Ja, und einer ist schon wieder weg. Okay. 30% stelle ich mal hier hin. 40. Oder nicht, sondern 14. Stellen wir den mal dahin. So, im Moment läuft das noch sehr gut. Stellen wir mal dahin. Obwohl. Ja, passt schon. Gucken wir mal. Alles klar. Mit zwei Runden Verstärkung können wir es noch nachladen.
und uns besser positionieren. Und zwar einmal dahin. Dann laden wir hier nach. Und stellen dich dahin. Dann laden wir hier nach. Und jetzt habe ich die Orientierung verloren. Einmal noch drehen, genau. Hier hin. Und den stellen wir dahin. Alles klar, auf geht's. So. Diese Viecher sind die schlimmsten, diese Gänger. Die müssen als erstes weg. Alles klar. Stell dich mal. Ja, wo stellen wir es mal hin? Dahin. Ja, einmal getroffen. Und ja, das Geschütz ist natürlich auch hin dadurch, aber ja, was sollst du machen? Der muss welcher. Stellen wir uns mal dahin. Nur ein Treffer. Nein. Wir stellen uns hier hin. Nehmen uns ihn hier vor. Ach, Katzenpisse. Aber ist aber kritisch. So, Bastard und Granate. Okay. Luna Fury, wo steht der da? Komm, mach weg. Und Max kann nochmal. Aber er kann ja 30 Damage machen. Zehn bis elf. Dann nehmen wir den hier. So, er läuft hier rum. Na gut. Wirklich Schaden hat er nicht gemacht. Was war das? Na egal. Okay. Stellen wir sie hier in die Ecke. Und schießen auf ihn hier. Gut, haben wir getroffen. Sarah kann nochmal. Und trifft nicht, nein! Nimm. Stellen wir mal hier hin. 94%. Und wir machen Hinterhalt. Trifft immer kritisch. 10, naja. Stellen wir uns mal hier hin. Gut. Der ist down. Max brauchen wir als nächstes. Max. Dich stelle ich jetzt mal hier hin. 89, 74 noch.
So, der ist weg. Das war schon mal urwichtig, so elementar wichtig sogar. Sehen wir so nicht. Versuchen wir es aber mal vielleicht doch. So, Luna Fury. Lad mal nach, genau, weil wir können ja nichts machen. Okay. Stell dich mal dahin. 40% getroffen. Ganz kurz schon trinken. So. Nein, stell dich dahin. Können wir ihn von dort. Und gleich wieder zurück. Und Decke sieht aus, als würden sie sich erstmal zurückhalten. Ihr solltet etwas durchatmen und Deckung suchen. Okay. Mit uns ist alles klar. Mach dir keine Sorgen. So, jetzt geht es darum, wir müssen uns aufmachen und den nächsten Bereich absichern. So, Max sprintet auch. Atabu sprintet sowieso. Ich hoffe, ich verwechsel das jetzt nicht mit der Welle. Dahin. Dahin. Aber wir müssen auf jeden Fall erstmal jetzt hier wieder in den Mittelraum. Luna Fury, stellen wir hier vorne hin. So, und Max, ja, ich schau hier vorne. Er hat schon ein bisschen Lebenspunkte verloren, also die Hälfte hat er noch. Hier reloaden wir einmal und laufen. Okay. Atabum stellen wir hier unten hin. Das da steht schon richtig. Sarah. Stellen wir auch hier oben hin. Ich möchte sie wirklich nicht verlieren. Weil ich möchte es nicht mal schaffen, weil es macht also recht Spaß, immer denselben Ablauf zu haben. Alles klar. Da kommt es jetzt nicht hin. Das wäre hier Verschwendung. Deswegen. Kann man Max mal bewegen? Ja, stell mal Max mich hier hin. Und Luna Fury stellen wir hier hin. Nein. So, ein weiter. Ne, Max müssen wir doch mal. Oh, lass den Steffen gerade ein. Okay. Die Magier haben ihr Ritual begonnen. Sicher sie ab, bis sie fertig sind. So, wenn man es kennt, ist es leicht. Also. Ist ja klar. Max schieben wir mich hier hin. So, jetzt stehen wir alle in der richtigen Position. Gucken wir, ob wir alle nachgeladen haben. Nein. So. Auf geht's. Ich komme jetzt von zwei Seiten. Genau. 40%. Versuch mal dein Glück. Naja. Mensch. 35. Auch
auch nicht. So, wir können eine Granate nehmen. Wieder mal, ist nämlich ready. Aber wenn wir da nicht hingucken können, können wir auch nicht entwerfen. Wir können da... Okay, gut, kommt es vielleicht jetzt? Natürlich nicht. Hätten wir uns da einstellen müssen. Macht auch nichts. So. Wir stellen uns mal hier hin. Wir machen hier auf den ersten ein bisschen Damage. Ihr seht, 8 Runden müssen wir den ganzen Schnickschnack hier aushalten. Alter Hacke. Na, auch verfehlt. Ja, dann sind sie dran. Okay. Nummer 2 kommt. Hier hat noch einer. Wir müssen nur irgendwie überleben. Damit wir hier nicht wegsterben. Klingt logisch, oder? Das ist doch echt. Okay. Fangen wir mit Buster an. Ah, ne. Case to He. Stellen wir das hier weg. Granate. Auf. Kriegen wir die hier noch mit? Ach, ärgerlich. Na gut, dann schmeiß. Case to He. Nehmen wir mit 10. Und der ist weg. Macht ihr die mal weg. Die dürfen nicht an diese Magier hier ran, an Doc Belmont zum Beispiel oder an Astral Child, weil wenn die umfallen, ist auch vorbei. Geh mal dahin. 85% auf den da. Ne, hab ich die gerade umgestellt? Das kann sie machen. Nimm mal den hier. Nein. Er lebt auch noch. Ach, er kann normal, sie kann normal schießen. Ach, Gott sei Dank. So. Ah, verfehlt. Alles klar. Dann schnetzeln wir ihn hier. Ach, ist ja gar nicht. Dann stellen wir uns da hin. Hinterhalt 64. Ja, vielleicht schaffen wir es, ja. Nein! Also wir treffen echt gar nicht. Mach den hier mal weg. Alles klar. Wie machen wir es? 30%? Na ja, komm. Jawoll. Und hier nochmal. Ich dachte, Sarah kann nochmal schießen. 49 oder 30? Die Frage der Fragen. Wir stellen uns hier hin. 80%. Weil wir treffen die Wand. Okay, Max. Stell dich mal dahin. Vielleicht triffst du ja meine Ballung.
Ja, aber wenigstens, das Ding ist weg. Ja. Ach, da haben wir noch welche. Oh Gott, oh Gott. Noch 6 Runden. Und von links kommen sie auch, von rechts kommen sie auch noch. Wie lange wird das dauern? Das ist mächtige Magie. Das braucht seine Zeit. Okay. Das kann sie machen. Und er macht den hier. Weg mit dem Köter. Also jetzt muss wirklich jeder Schuss treffen. Verdammte Hacke, ey. Luna Fury is down. Max, stellen wir hier hin. Und 85% auf ihn hier. Weglaufen! Was machst du denn da? Na komm, hau nun. Okay, Basta. Wie viel Schaden macht er eigentlich damit? Okay. Hier hin. Ach du Hier hin. Okay. Dahin. Gut, der ist weg. Oh, nur 13. Okay. Wir müssen hier weg. Das darfst du gerade zwar nicht schießen, aber das ist mir jetzt gerade egal. Stell ich mal wieder hier hin. 59% oder. Ja, wir nehmen den hier. Wir reloaden einfach mal. Und gehen einen Schritt vor. Wir können nicht schießen. 85, komm. Jawohl. Ah, da müssen wir. Wenn wir den mit einem Schuss wegkriegen, dann wäre die ganze Meute hier weg. Aber das ist ja fast unmöglich. Ich hoffe, das reicht mit der Entfernung. Jo. Stell ich mal da hin. So, wir bewegen Basta. Und zwar hier hin. Aber wir können doch gar nicht. Ja, auf jeden Fall steht das was safe. Okay. Sarah ein Stückchen vor. Alles null. Voll daneben. Okay. Pass mal auf. 75%, mach 18 Damage bitte. Jawohl, hier. Wie geil. Also was jetzt kommt, keine Ahnung. Ich glaube, jetzt klappt es endlich, dass ich es packe. Reload. Okay, nächste Runde. Irgendwo wurde noch geschossen.
Da hinten. Da gehen wir doch hin, oder? So, stell ich hier hin. 40%. Schnellschuss. 10 bis 12. Und? Nein. Gute Arbeit. Die Eingänge sind dicht. Der Rest ist nur Aufräumarbeit. Du kannst schon mal zurückkehren. Ey, warum war das so einfach? Evil Knievel. Ich brech ab. Nun gut. Dann können wir jetzt. Haben wir noch irgendjemanden zu schnacken? Ne, hier nicht. Da nicht. Da auch noch nicht. Ja, wir hätten noch diese Lupen untersuchen können hier und da, aber haben wir jetzt halt nicht. Gehen wir mal zu Smedley, unseren Freund. Melde dich vom Run zurück. Mann, das war knapp. Danke für deine Hilfe. Ich will doch nicht meinen Lieblingsfixer verlieren. Deine Sorge berührt mich sehr. Und nun? Wir kommen nicht raus. Und hier zu bleiben, scheint auch keine gute Wahl zu sein. Ich arbeite daran. Zuerst müssen wir unsere Verteidigung ausbauen und die Munition aufstocken. Du gehst von einer Belagerung aus? Ernsthaft? Ich will nur vorbereitet sein. Und wie es aussieht, werden wir nicht so schnell irgendwo anders hingehen. Ja, wir bekommen nochmal 5 Karma und 5400 Nieren. Und dann können wir nämlich beigehen zu Lady Luck. Weil wir uns das kaufen können. Und zwar für 26.600. Da verlieren wir ein bisschen Präzision. Achso. 85 auf. Ah ne, warte mal. Ja, wir haben. Ob sich das lohnt für 2 Schadenspunkte bzw. 3 maximal mehr? Guck mal die anderen an. 11 bis 12. Ja, die benutzen wir ja jetzt gerade. Nee, auch nicht. Na, auch komm, wir nehmen es jetzt einfach. Müssen wir halt irgendwie auf Präzision kommen. Wir machen jetzt 19, 90, 5. Ja, gut. Wir verlieren auch um 1 Reichweite. Können wir nochmal Lady Luck anquatschen und sagen, ey Baby, ich hab da was für dich. Und ich rede doch nicht von meiner Liebeslanze, sondern von meiner alten Waffe. Ne, die war das ja. Ich find's cool, dass man seine eigenen angelegten Sachen nicht verkaufen kann, weil es ausgegraut ist. Hier so und so weiter. Können wir noch mal kurz gucken, was für ein Level es auf sich hat. 7 Punkte. Können wir hier erstmal nichts machen. 25 bräuchten wir hier. Und 17 hier. Ja, hat mit, naja, auch nicht wirklich. Aber können wir mal gucken. Vielleicht gibt es noch irgendwo Lebenspunkte. Oder so. Pistolen. Glücklicher Schuss. Nein. Schau. Weiß ich auch nicht wirklich. Naja, gut. Sollte das mal gewesen sein? Wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Part. Danke fürs Zusehen und ja. Habt einen tollen Tag. Haut rein, Leute.